Hallo zusammen, mein Name ist Andreas, ich bin paranormaler Ermittler. Ich untersuche Mystiken in der Anderswelt. Ich gehe Geschichten nach, ich ermittle, ob diese wahr oder unwahr sind. Ich versuche Kontakt zur Anderswelt aufzubauen, diesen zu halten und eventuell zu helfen. Guten Morgen oder Mahlzeit auf meinem Kanal. Hier ist der paranormale Ermittler und Seelenwanderer Lord Amon. Wir sind heute wieder im Norden von Berlin unterwegs, aber so weit im Osten, dass wir Leute treffen, die Russisch sprechen. Wir sind halt so weit im Osten, aber das ist ja auch wurscht und wir wollen jetzt versuchen, in die Zwischenwelt zu gehen. Wie gesagt, wir stehen hier auf ein geschichtsträchtiges Feld, wo die letzten Kampfhandlungen vor Berlin stattgefunden haben. Sie sind ungefähr 100.000, 150.000 Soldaten auf beider Seite erschossen, liquidiert oder wie man auch immer dazu sagen kann, einen sinnlosen Tod gestorben. Wir möchten versuchen, in der Zwischenwelt ein paar Seelen einzufangen. Ich bin heute eingepackt. Es ist hier so ein nasskaltes Wetter, wo man gar nicht eigentlich ohne Mütze und Schal und Kapuze stehen möchte. Barfuß. Barfuß. Man muss ab und zu den Hund rufen, nicht dass er wieder hier durch die Welt schießt und der Förster meckert. Na, wir wollen heute eine Seele rufen, die uns gerne was mitteilen möchte. Hallo, hallo Zwischenwelt. Hier ist der paranormale Ermittler und Seelenwanderer Lord Amon. Ich komme wie immer mit dem größten Respekt und mit dem größten Frieden meines Herzens zu mir. Zu euch. Ja, und auch zu mir. Meine ganze Liebe gehört euch und mein Frieden auch. Und hoffe, dass wir einen angenehmen Gesprächspartner antreffen. Hallo, hallo, ist hier jemand? Ich kann natürlich meinen Assistenten Max rufen. Hallo Max aus Berlin, Ahrensfelde, Marzahn. Sie können mir helfen. Schenk, wer ist hier der Schenk? In der Regel haben die Seelen keine Namen. Denn der weltliche Unrat ist ja nie auf dem Feld geblieben. Hallo Seele. Bist du hier? Wer bist du? Was haben wir hier
vorzufinden. Hier ist der Andreas, ja, der paranormale Ermittler Lord Amon. Ich bin noch nicht tot. Was aber dieses Jahr eventuell noch passieren kann. Mein Hund Bera kann die Seelen sehen. Ich kann die auch sehen, hier in einem Biwak. Was sehe ich hier? Ich sehe hier unendlich viele Technik, Funksysteme, Panzer, Kanonen, Maschinengewehre, Panzerfäuste, unendlich viele Panzerfäuste. Junge Menschen ab 16 oder 15 oder 14 sehe ich hier als Hitlerjugend und einige SS-Verbände aus Frankreich und aus den Niederlanden. Hier ist ein Heer unterwegs, was aus Verzweiflung zusammengestellt wurde. Stimmt es? Und zwischendurch sind Leute hier mit Sträflingssachen. Mit roten, gelben Dingen und schwarzen, grünen und rosanen. Sie werden hier durchgetrieben, sie müssen Kisten tragen. In einen riesigen Loch stapeln. Was werden sie da wohl vertreiben? Seelen der Zwischenwelt, sag mir, wo die Kisten vergraben sind. Von hier aus. Was wurde hier noch vergraben? Was ist in den Kisten drin? Papiere und Gold? Was für Papiere? Hört man die Schüsse hier, wo die Häftlinge erschossen werden? Werden hier die Häftlinge erschossen? Wurden hier die Häftlinge gleich erschossen über den Kisten? Wer soll die stoppen? Was soll sie stoppen?
Ja, hier ist Blut passiert. Ein Verbrechen ist hier passiert. Ein großes Verbrechen. Ohne unsere Schuld. Aber sag mir hier bitte von diesem Punkt aus, wo wir hier stehen, du siehst den Andreas, die Kisten vergraben sind. Soll ich die Kisten finden? Mary wird die Kisten finden. Das ist super. Es tut mir unendlich leid, dass da noch Häftlinge liegen werden über den Kisten als Abschreckung. Wer wurde die Kisten finden? Im Fernsehen wird man das zeigen. Beri wird es finden. Mit mir. Ich denke, etwas kann abgezweigt werden. Und der Rest wird der Stiftung von Sachsenhausen übergeben werden müssen. Ich muss mal gucken. Ach so, der Bera ruft den LKW. Komm her, Bera, Fuß. Fuß. Wo bist du? Guter Job hast du gemacht. Einen guten Job hast du gemacht, Bera. Guter Job hast du gemacht. Einen sehr guten Job hast du gemacht. Lass den LKW doch mal so viel, der tut ja nichts. Ja, alles, was 150 Meter zu nah kommt, wird verbellt. Denn er möchte mich beschützen. Aber nochmal zu den Kisten. Möchtest du, dass wir die Kisten finden? Sind das Metallkisten oder Holzkisten? Ah, die sind in Folie eingeschweißt oder eingewickelt. Na, wir wissen natürlich nicht, ob sie noch da sind oder verfallen sind. Aber wenn das Gold und Schmuck ist, dieses wird noch da sein. Papiere, denke ich mal, werden wir kaum finden. Aber das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Wir werden es sehen, wenn wir die Kisten haben. Wir sollen mild sein. Zu wem sollen wir mild sein? Zu wem sollen wir mild sein?
Zu euch sind wir mild. Zu den Häftlingen sind wir mild. Was macht die Hitlerjugend hier? Urlaub machen die hier nicht. Bei 100 Meter sind die Russen. Hinter der Havel. In der Siedlung da. Es hat geregnet. Ach, es hat damals hier geregnet. Sind alle nass. Und alles aufgeweicht. Es ist schrecklich. Ich denke mal, ihr hattet große Angst. Es ist nach dem 20. April 45. Geht alles den Bach runter. Es geht alles den Bach runter. Wir müssen aufpassen, da hast du recht. Hier in der Nähe sind noch zwei leerstehende Häuser, sogenannte Lost Places. Ich bin da vorbeigefahren, aber es ist ein ungutes Gefühl. Wer haust dort? Sind da Dämonen? Ist dort der Tod? Ja. Doch. Bitte hier, Bira. Guter Job. Die sind alle krank. Guck mal hier. Die sind alle krank. Wir werden dieses Gespräch jetzt beenden und werden es morgen oder übermorgen weiterführen. Ich bedanke mich, ich verabschiede mich als paranormaler Ermittler und Seelenwanderer Lord Amon. Lord Amon. Ich bin hier mit dem größten Respekt, mit dem größten Frieden und mit der Liebe meines Körpers bei euch. Ihr steht unter meinem Schutz und ich möchte euch nichts tun. Ich liebe euch.